einsamer Wolf, lauf den Weg ganz allein. Denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein. All die Freunde wurden Feinde, hab mein Scheitern gewollt. Heute fliehen diese Hunde vor dem einsamen Wolf. Oh mein Gott, was haben die gemacht? 4 Stunden! Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fuki Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Taktikenvideo zu besonderem Anlass, Freunde. Gestern kam der Patch online. Ich habe den ganzen Tag, Freunde, gegrindet, um die perfekten Taktiken herauszufinden. Ich habe da so 2-3 Favorites jetzt rausgepickt für euch. Auch ein bisschen so mit Hinblick auf den ein oder anderen Spielertyp. Ich denke mal, es wird euch auch gefallen. Lasst schon mal ein Like da. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Patch findet. Und ja, Freunde, gestern kam auch der neue Song von meinem Bruder online. Den könnt ihr auch gerne mal abchecken. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Unbedingt mal abchecken auf Spotify streamen, Apple Music, was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt gehen wir in die Taktiken. So, Freunde, und wir fangen mal an mit der 4-4-2, mit der wir, ja, seit einer geraumen Ewigkeit jetzt mittlerweile spielen. Und zwar die hier ausgeglichen, 4-4-4, also breite 4 in der Defensive, tiefe 4 in der Defensive, breite 4 in der Offensive, Spieler im Strafraum 6. Ihr seht, relativ ausgeglichen alles, keine großen Unterschiede. Ich glaube, das letzte Mal war es auch tatsächlich hier, was das betrifft, fast genauso, fast identisch. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe das tatsächlich jetzt hier noch einmal umgestellt gehabt, als es davor war. Ihr seht, wir haben jetzt hier einmal hinten bleiben bei Angriffen bei den Außenverteidigern. Und da kommen wir jetzt gleich schon zum Unterschied. So war es das letzte Mal im Video, ja. Und was ich nach dem Patch finde, Freunde, ist, man kann hier ruhig mal auf ausgewogener Angriff gehen, ja. Und einen der beiden Mittelfeldspieler, ja, könnt ihr gerne auch mal, bei mir ist das jetzt bei Hullet, ausgewogener Angriff geben. Und bei Abfangen, Freunde, das müsst ihr für euch selber entscheiden, ob ihr da energisches Abfangen haben wollt oder einfach auch Standard lässt. Ich persönlich will lieber, dass die so ein bisschen energischer sind. Natürlich geht dafür die Ausdauer auch flöten, das müsst ihr für euch schauen. Das ist jetzt nicht zwangsläufig wichtig, aber das kann man auf jeden Fall auch so ja, beibehalten, dann sind die in der Mitte ein bisschen agiler als sonst. Auf der anderen Seite haben wir sonst, glaube ich, auch außen keine Unterschiede. Genau, defensive Verstärkung, Abwehr überlaufen, Auch hier optional, Freunde, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht mehr Spieler im Strafraum, könnt ihr den Außenmittelfeldspieler für Flanken in den Strafraum geben. Und ja, vorne einfach nur defensive Verstärkung. Das heißt, hier grundlegend nach dem Patch der Unterschied, dadurch, dass man halt nicht mehr die Übersteiger hat, braucht man so ein bisschen mehr Spieler vorne. Und das ist dadurch gegeben, dass beispielsweise die Außenverteidiger das ein oder andere Mal mitkommen. Was ich euch auch empfehle, ist, Freunde, hier bei Laufart, wenn ihr merkt, dass eure Spieler etwas komische Laufwege machen auf Außen, dass ihr dem übergreifend gebt. Bei mir ist das aktuell so, dass ich den auf Standard lasse, aber mir ist schon das ein oder andere Mal aufgefallen, dass er dann mir ein bisschen zu weit innen steht. Bei übergreifend laufen dann die Außenverteidiger die Linie durch und die Außenmittelfeldspieler gehen so ein bisschen nach innen, Freunde. Dann habt ihr ein bisschen mehr Spieler im besten Falle im Strafraum. Daher könnt ihr auch das mal für euch abchecken. Aber grundsätzlich das mal so zur 4-4-2, Freunde. Und jetzt machen wir mal weiter mit einer ganz interessanten Formation. So, Freunde, und zwar ist das die 5-3-2. Ihr seht hier, sehr defensiv ist das bei mir. Das hat eigentlich nichts auszusagen, dass das da ist. Ihr seht auch hier ausgeglichen Defensivstil, ausgeglichen Offensivstil. Die Breite habe ich hier ein bisschen weiter oben aktuell. 5, Tiefe 4, Breite 5. Und hier seht ihr, Freunde, Spieler im Strafraum ist bei fast, nee, ist bei 7 und ja, das hat so ein bisschen den Grund, ich zeige es euch hier, die 5-3-2, Freunde, das hat so ein bisschen den Grund, dass ihr jetzt bei der 5-3-2, Freunde, natürlich zwei Außenverteidiger habt, die auch nach vorne gehen. Ja, das heißt, wenn ihr da, gleich kommen wir zu den Anweisungen, wenn ihr da einfach nur nach vorne arbeitet mit denen, dann in der Offensive, in der Defensive arbeiten die auch mit zurück, dann habt ihr sozusagen in der Defensive eine 5er-Kette, in der Offensive eine 3er-Kette. Habt eure drei Mittelfeldspieler in der Mitte und noch eure beiden Stürmer. Das heißt, ihr habt entweder einen 5-3-2 oder ein 3-5-2. Und das ist halt meiner Meinung nach extrem nice und sehr variabel. Wichtig ist halt, hier sind eigentlich eure wichtigsten zwei Spieler, die Außenverteidiger. Das müssen beide Spieler sein, die nach vorne und nach hinten können. Bei mir ist es jetzt in dem Falle auf rechts aktuell Cuadrado, auf links Neymar. Der kann jetzt nicht verteidigen, aber das ist einfach nur so zum Testen gewesen. Hier natürlich im Optimalfall vielleicht so ein Theo Hernandez oder so. Rechts Cuadrado gefällt mir sehr, sehr gut.
Aber ja, da kann man zum Beispiel den Davis Toti, könnte komplett geistesgestört sein. Das könnte genau seine Formation sein. Aber wie kommt zu den Anweisungen, Freunde? Hier habe ich eigentlich nicht viel geändert. Einfach nur den Außenverteidigern bei der Laufart übergreifend, damit die wirklich die Linie hin und her marschieren. Die Dreierkette bleibt hinten drin. Ansonsten vor der Verteidigung habe ich hier drei Spieler, denen ich alle nur Mitte abdecken gebe, Freunde. Nichts anderes, weil du brauchst auch die Spieler ab und zu vorne. Das heißt, nicht hinten bleiben bei Angriffen, Freunde, weil ihr habt schon drei Abwehrspieler hinten. Zusätzlich dazu vorne einfach nur defensive Verstärken, Freunde, bei den beiden Stürmern, dass sie auch mal ein bisschen nach hinten arbeiten. Aber das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Und ich sag euch mal so, Freunde, das könnte so ein, meiner Meinung nach, wir müssen es natürlich noch mehr testen, aber es könnte ein Geheimtipp in Zukunft werden, weil das ist keine Bunkerformation, Freunde, es ist eine stabile, variable Formation. Und ich glaube, Variabilität ist ganz wichtig nach dem Patch. Wir kommen zur dritten Taktik. So, Freunde, und hier werde ich gar nicht so lange brauchen. Das ist die 4-1-2-1-2, die ich als Comeback-Formation betitelt habe. Ihr seht hier jetzt beispielsweise, habe ich sie, ich glaube, vom letzten Video eigentlich 1-1 übernommen. Ich wollte sie trotzdem euch nochmal zeigen. Die Verteidigung steht hier ausgeglichen. Breite 4, Tiefe 4. Ihr merkt, Freunde, meine Breite ist immer so bei 4-5 ungefähr. Ich will da relativ ausgeglichen bleiben und im Angriff, Freunde, schneller Aufbau. Also das ist so ein bisschen die Formation, Freunde, wo ihr schnell nach vorne spielen könnt und auch sehr viele Spieler vorne habt, wenn ihr es gut macht. Und vor allem, Freunde, ihr habt halt sehr viel im Zentrum und wieder eure beiden Außenverteidiger über außen. Was ich euch nicht empfehle, ehrlich gesagt, Freunde, ist, was viele machen, den Sechser hier in die Verteidigung absinken zu geben. Weil meiner Meinung nach fehlt dann der Sechser im Mittelfeld extrem, was das Ballverteilen betrifft. Deswegen an dieser Stelle, das machen einige, aber ich spiele die enge Raute und ihr seht, Freunde, wie oft wir da eigentlich nochmal zurückkommen, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Ich spiele ich gerne einfach so, wie sie ist. Außenverteidiger, Standard, alles lassen, also die ganze Abwehr. Der Sechser hat hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Alle Mittelfeldspieler haben hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken, Freunde. Weil hier ist es halt so, hier hast du jetzt nur noch zwei Abwehrspieler hinten, weil deine Außenverteidiger kommen meistens mit. Und dann nimmst du am besten noch drei Spieler, hast du am besten noch drei Spieler im Mittelfeld. Und, Freunde, ganz wichtig auch bei den Spielern da vorne, einfach vorne bleiben gehen. Das heißt, du hast immer drei Spieler, du gewinnst den Ball und kannst direkt nach vorne spielen. Die Außenverteidiger rücken nach. Ist eine extrem geile Formation zum schnellen Spielen. Also wenn es gerade nicht läuft, wenn ihr gerade keine Lücken findet, die 4-1-2-1-2, die so ist, könnt ihr auf jeden Fall nutzen. Und ich glaube, Freunde, das waren jetzt drei verschiedene Taktiken. Testet es gerne mal aus, das ist aktuell so das, was mir am besten gefallen hat. Ich habe jetzt einen Tag gegrindet, Freunde. Ihr seht, hier ist noch eine 4-4-2 drin, aber da, ehrlich gesagt, das gefällt mir noch nicht so ganz. Und ja, also, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, das war's schon. Lasst ein Like da, testet die Taktik nur aus, schreibt es unten in die Kommentare. Ich glaube, das letzte Mal hat das Video 30.000 Aufrufe oder so gemacht. Kam sehr, sehr gut an. Ich habe auch sehr stark positives Feedback bekommen. Und ja, ich hoffe, ich kann euch mal wieder helfen. Das war's eigentlich, Freunde. Checkt gerne, wie gesagt, den Song von meinem Bruder ab. Link ganz unten in der Videobeschreibung. Streamt das Ding auf Spotify. Unterstützt den Mann, Freunde. Und wir hören uns dann morgen zum Reward-Stream, Freunde. Ihr könnt dort auch eure Icon-Packs und sowas öffnen. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.